Hi meine Lieben, ich hatte ja auf der Kreativa auch bei La Blanche geshoppt und das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, weil in diesem Video wird es eine Verlosung geben. Ich habe jede Menge Sachen von La Blanche gestellt bekommen, für euch bekommen, damit ich es euch verlosen kann, bla bla bla. Und ich zeige euch aber als erstes, was ich mir Schönes gekauft habe. Wenn Preise draufstehen, kann ich sie euch sagen. Ansonsten weiß ich es natürlich nicht mehr so genau. Einmal diesen Block und oh mein Gott, der ist so traumhaft schön. Der ist komplett foliert. Ja, in so einem Kupfergold, so wie Centstücke würde ich sagen. Also kein Rose Gold. Und oh mein Gott, der ist so schön. Ja, La Blanche ist echt wow. Natürlich ein bisschen teurer. Papierblock, Rose Gold steht jetzt hier drauf. Der ist von Craftsmith. 30 Blätter. 12x12 Inch. 30,4x30,4 cm. Ja, foliert. 10 Euro. Statt 18,99 €. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Dann haben wir jetzt, ich greife jetzt wahllos in die Tüten rein. Und zwar hier so Flexi-Schablonen. Da habe ich mir einige gekauft. Kostet ein Stück 2,50 €. Was bei denen nämlich cool ist, die sind selbstklebend. Hier, 15x15 selbstkleben, nicht für Keramikpapier. Es gab da Keramikpapier, ich habe mir das nicht gekauft. Ich weiß auch nicht genau, was es ist, weil ich habe mir die ganzen Distress-Oxide auch auf der Messe gekauft. Und ja, da will ich auf jeden Fall mal schöne Muster machen. Da habe ich mir diese beiden gekauft. Dann hier so ein Flyer gab es dazu. Dann hier dieses Osterset. Da kann man natürlich hier diese Osterhasen alle einzeln verwenden. 2,50 €. Dieses hier noch, das fand ich auch total toll, weil hier halt so manche Lücken zu sind. Das stelle ich mir richtig schön vor auf Karten. Und dieses noch. Und das erinnert mich ja total an Gorgeous. Genau. Total. Liebe ich. So, dann habe ich mir, um mit den Distress-Oxiden schön arbeiten zu können, hier so eine Matte gekauft, wo man halt ne, so super verblenden kann. Die kann man ganz einfach abwischen. Die legt man sich unten drunter. 7,50 Euro hat die bei La Blanche gekostet. Dann habe ich mir nochmal Archival Ink gekauft. Das hat 5,50 € gekostet. Habe ich noch einmal da, aber ja, als Ersatz schon mal. Und dann Leute, oh mein Gott, die hatten da so viele Pakete Washi Tape. Und da habe ich mir dieses hier mitgenommen. 8 Euro hat es gekostet. Statt 13,90 € steht drauf. Und schaut mal hier, das glitzert, das irisiert so und in rosa, mint, gold. Oh, I'm in love, sage ich euch. Auch von Craftsmith. Dann haben wir hier solche, wie nennt man es, Ecken für so Boxen. Also man kann daraus, man baut eine Box und dann sind es so kleine Füße, die man so unten drunter machen kann. 3,50 Euro. Dann machen wir weiter. Das wäre eure Tüte. Dann habe ich mir hier so ein Set, 15 Papiere, 3 Bögen gestanzt, 4 Bögen mit Samt. Und zwar, seht ihr ja hier, das sind so, das ist komplett ausgestanzt. Ich will es jetzt aber nicht auspacken. Warte mal, das, so ein Samt kann ich mal rausziehen, versuche ich mal. Um es euch zu zeigen. Knister, knister. Wenn ich übrigens manchmal mich so wegdrehe, dann hört ihr mich natürlich ein bisschen komisch. Hier. Die sind, nee, das, hier ist kein Samt. Achso, da sind... Ah, jetzt. Ja. Ah, wow. Das hier. Das fässt sich richtig toll an. Das ist ja wirklich wie so Samt. Traumhaft. Ja, lag da so als Set an der Kasse. 4,50 Euro statt 13,90 €. Ich weiß nicht. So, weiter. Dann war ich... ich war ja alle 3 Tage oder von 3 Tage, war irgendwie so. Habe ich mir dieses hier nochmal mitgenommen. Das war an einem anderen Tag. Auch 2,50 € nochmal so eine Flexi-Schablone wie diese hier. Dann haben wir da bei einem Projekt zugeschaut, wie die Chefin von La Blanche eine Flasche gestaltet hat. Das kann ich euch mal zeigen. Auch das werde ich wahrscheinlich noch als Video hochladen. Denn die Flasche hat sie mir am Ende geschenkt. Und zwar diese hier. Und oh mein Gott, das ist so mit Patina oder irgendwie so heißt es, dass das so wie Rost wirkt. Denn es ist hier so eine Paste, die man so aufträgt, zum Beispiel auf diese Matte. Die lässt man dann über Nacht liegen, dann wird die trocken, aber bleibt so flexibel, dass man sie immer noch biegen und verarbeiten kann. Und da kann man zum Beispiel auch, hier, das ist diese Schablone.
hier so reindrücken und dann hat man halt die Form davon. Und ja, das pulvert immer noch ein bisschen ab. Auf jeden Fall sind hier, diese Blumen sind diese. Und deswegen dachte ich, oh mein Gott, die muss ich haben. 4,50 Euro. Das ist halt so aus, ja, wie so Schaumgummi, Moosgummi. Und sehen echt, richtig echt aus. Das. Und auch nochmal in etwas kleiner. Für 3,50 Euro. Dann hier so Happy Birthday. Das sind so Holzteile. Für 1 Euro. Da sind 4 Stück drin. Will meine Kamera? Ja, jetzt so. Dieses. Und dann die besagte Paste, Modelliermasse mit Fasern. 6 Euro hat die gekostet, Fieberpaste heißt die. Und ja, die ist wie gesagt, so, die, da kann man dann, ne, so hier, so eine Matte. Und dann ist es so flexibel und man kann das ganz toll verarbeiten. Und ja, bin ich sehr gespannt, will ich auf jeden Fall mal testen. Und nun kommen wir zu den Sachen, die ich verlosen möchte. Ich fange als erstes an mit den Voraussetzungen. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein. Das Abo muss öffentlich sein, sprich ich muss es sehen können. Solltest du gewinnen und ich gucke nach und kann dich nicht sehen, dann kann ich dir leider den Gewinn auch nicht zukommen lassen. Und ja, ich zeige euch einfach mal, was es gibt. Ich denke mal, ich werde... Wartet mal, ich zähle mal kurz. 1, 2, 3... 6 Gewinner machen. Ja, so werde ich es machen. Ich zeige euch, was es alles ist. Und dann werdet ihr euch anhand der Pakete überraschen lassen. So, wir haben hier nämlich solche embossten Puffy-Sticker, die ich richtig schön finde. Da kostet ein Paket 4 Euro. Dann haben wir hier diese Variante. Das sieht so aus wie Rohre. Stelle ich mir auch richtig toll vor. Dieses. Dann hier so mit Uhren und Rahmen. Die haben alle 4 Euro gekostet. Hier so mit Bilder, also so Bilder, Bücher und Uhren. Das finde ich auch richtig genial. Hier mit den Schlössern und dieser Pumpe, die solche Pumpen sieht man heutzutage kaum noch. Die stand immer am Straßenrand, total genial. Das hier auch richtig Hammer mit so Schrauben, total cool. Und ja, da werde ich dann, bekommt jeder jeweils eins, weil das sind 6 Stück. Und dann habe ich noch jede Menge Schrumpffolie bekommen. Schrumpffolie ist folgendermaßen, ihr könnt mal bei La Blanche auf die Seite gehen, die haben davon ganz viele Videos. Zum Beispiel ein Styropor-Ei, da macht man die, oder auch so Plexiglas-Eier, auch Marmeladengläser, man kann da jede Menge nehmen. Dosen, hier so Gurken, Champignon-Dose, leer machen, auswaschen. Und dann kommt die Folie da drum rum, dann wird es mit einer Zange oder was in heiß Wasser getaucht. Und wenn man es rausnimmt, ist die Folie an dem Objekt dran. Total genial. Da haben wir einmal diese. Also da gibt es richtig tolle Ergebnisse. Diese. Manche sind auch doppelt. Das hier ist, glaube ich, nee, ist nur ähnlich. Hier ist noch so ein Gesicht mit drauf. Diese auch total toll. Muss man ja nicht unbedingt als Schrumpffolie. Kann man ja auch... ja, sich ausschneiden und als Karte verzieren oder. Also da gibt es jede Menge Varianten noch. Diese. Hier auch könnte man sich die Teile einzeln ausschneiden, für ein maritimes Album zum Beispiel. Dieses. Das. Hier sind auch etwas größere. Da, wie gesagt, wenn ihr da was genaueres wissen wollt, geht mal auf die La Blanche YouTube-Seite. Die haben auch eine YouTube-Seite. Kann ich euch, wenn ich dran denke, auch in der Infobox verlinken. Und ja, da zeigen sie die Anwendung davon. So, das war's gewesen. Da werde ich dann, wie gesagt, diese gerecht aufteilen. 6 Gewinner wird es geben. Und ich würde sagen, heute haben wir Dienstag? Montag? Dienstag. Dienstag? Den 30. Richtig? Ist das richtig? Nee. Erster. Oh mein Gott. War schon Feiertag? Ja. Nee, ist heute. Mann, es geht doch darum, also wir haben theoretisch heute Montag. Genau. Wenn wir schlafen und wieder aufwachen, ist Dienstag. Ja. Also ist heute Montag, verdammt. So, wir haben heute Montag, den 30. April. Und ich würde sagen, ich lasse die Verlosung laufen bis, lasst mich kurz überlegen.
30.01. bis, ich werfe jetzt einfach mal Zahlenraum, 10. 10. Mai, fertig aus. 10. Mai, 14 Uhr, Ende. Da werde ich, bis dahin gelten die Kommentare hier unter diesem Video. Wie gesagt, Abonnent meines Kanals sein, über 18, ganz wichtig. Lieferadresse in Deutschland müsst ihr haben. Ansonsten Österreich, wie auch immer, könnt gerne mitmachen, müsst aber die Versandkosten übernehmen. Ich zahle nur Österreich, also nur Deutschland, sprich dann zum Beispiel, also nach Österreich weiß ich zum Beispiel 14 Euro. Ich würde dann die 4 Euro übernehmen, den Rest müsst ihr dann tragen. Und Abo muss sichtbar sein, genau. Bis 10. Mai, Kommentar hinterlassen. Und an alle die, die bis jetzt so nette Kommentare hinterlassen haben, tut mir leid, ihr seid natürlich ausgeschlossen. So, das war's. Nun viel Spaß und bis zum nächsten Video. Tschüss!